Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, hoffentlich wieder in einer normal langen Folge. Es tut mir leid, wenn die letzte wirklich ein bisschen kürzer war, weil ich habe absolut keine Ahnung mehr, wann und wie viel Aufnahme oder wie viel Zeit ich da drin verbracht habe. Diesmal startet der Timer wieder. Ist halt blödsinnig. Ich habe mir das Programm geschrieben und dann habe ich einmal vergessen zu klicken. Da kann man mal sehen, wie abhängig man davon wird. Ja, ja. So, Stadtmeisterin Adrian. Verstanden, ich bin bald zurück. Damit habe ich nochmal die PvP-Kaku-Dings-Quest abzugeben. Das ist auch nicht schlecht. In den Tanzen nehmen wir natürlich auch mit. Tanzen 5 war es, glaube ich, was ich immer nehme. Ne? Ja, erhöht die Verteidigung. Klingt gut. Genau. Bei Gildenmeister Lum konnten wir eine Quest annehmen, die ich aber nicht annehmen kann, weil ich ja keine andere abgegeben habe. Also geht es jetzt wirklich wieder in den Schlummerwald. Ich muss mir mal wieder Rollen machen, sehe ich gerade. Und dann sehen wir weiter. Die Community-Aufnahme, keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich habe sie immer noch nicht geplant. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile schon raus ist. Ich muss erstmal wieder hier nach den ganzen Feiertagen und so weiter ein bisschen Normalität bei mir einziehen lassen. Weil momentan ist da doch ein bisschen was alles durcheinander und überhaupt. Und da wird es halt gerade schwierig. Aber wie gesagt, ich bin dran. Ich plane auch. Mich haben auch ein paar angeschrieben. Ich werde das halt auch machen. So zwei Leute immer zusätzlich noch mit, die halt nur quatschen können. Also sprich, die nicht in der Aufnahme selbst mit mehr oder weniger drin sind, weil sie, beziehungsweise nicht in der Aufnahme, doch in der Aufnahme schon, aber die, ich werde mir zwei zusätzliche Leute in TS mitholen, die halt mitquatschen, weil da haben sich zwei angemeldet, haben gefragt und ich denke, solange sie sich benehmen und solange es nicht zu voll wird, probieren wir das einfach mal. War das jetzt schon das Arkon H? Nein, das waren Ohrringe, Mist. So, da dachte ich mir, probieren wir das einfach mal. Vielleicht klappt es ja, wenn wir diese zwei Leute dazu nehmen und vielleicht wird es dann auch nicht zu voll. Mal schauen, es kommt ja auch immer drauf an, alle anderen, die mitmachen, die nicht schreiben können, ob die wollen oder nicht. Der eine ist der Julian, der hat als erstes gefragt und dann als zweites, glaube ich, Rookie. War das so? Ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf, tut mir leid. Kennst mich ja. Oder ihr kennt mich ja, ich und meine Namen. Julian ist noch so halbwegs zu merken. So, okay. Lennox hat sich den Titel Menschenfreund verdient. Glückwunsch, Lennox. Und ja, gucken wir mal weiter. Hopp, hopp, hopp. Und hier. Zack. Und nochmal und drauf. Hep. Magische Pfeile, glänzender Seelenstaub. Sehr schön. Ich müsste eigentlich mal noch die Dings machen. Die Drop-Quest. Ich glaube, wäre auch eine gar nicht so schlechte Idee. Ich werde das jetzt erstmal machen. Komm, zurück. Ich gehe mal wieder nach Uru zurück. Und gehe mal in die alten Elfenwälder. Ist vielleicht die beste Idee. Noch die, nicht die Drop, die Job-Quest, also beziehungsweise die tägliche Quest, so heißt sie ja, zu machen, weil eben diese tägliche Quest bringt ja auch nochmal einen Drop-Bonus, der mir gerade vielleicht bei dem Arkon-Haar helfen könnte. Schauen wir mal. Danach geht's runter zur täglichen Quest, die wir, tägliche, zu der Wiederholungsquest, die wir bekommen haben, nämlich die Sufe, weil die sind ja auch nicht schlecht. So, gucken wir mal. Erst einmal hier hinunter zur Brücke an den netten bösen Orks vorbei. Ja, nette böse Orks. Eine solche Umschreibung schaffe natürlich auch nur ich. Die gibt's nur bei mir. Nette böse Orks. Okay. So, also wie gesagt, nochmal um auf die Community-Aufnahme zurückzukommen. Ich plane, es dauert noch eine Weile. Es werden halt insgesamt, wenn es denn klappt, 7 Leute im TS sein. Also 7 Leute, die mitsprechen, wenn sie denn wollen. Da wäre zum einen eben ich. Logischerweise, dann halt 5 Leute oder 4 Leute aus meiner Gruppe und 2 Zusätze. Also 2 zusätzlich, insgesamt 5 in der Gruppe plus 2, die halt eben, weil sie auf einem anderen Server sind, nicht mit mitsprechen können. Macht 7. Euch werde ich alle anschreiben, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht wann genau. Ich habe auch in anderen ja, Projekten noch ein bisschen PvP, ja, was heißt PvP, ein bisschen Community-Arbeit zu machen. Zum Beispiel in Herr der Ringe wurde ich von einem anderen Team rausgefordert, da muss ich auch noch eine Aufnahme planen. Oh. Und das eigentlich, obwohl ich momentan schon an der, ja, nennen wir es Belastungsgrenze sind. Da hatte ich ja letztens erst ein, naja, eine Diskussion kann man es nicht mehr nennen. Das war schon ein Streit mit dem lieben Dylan, weil der gesagt hat, er will unbedingt Iron wieder aufnehmen. Das kommt dann demnächst auch irgendwann, aber eben nicht gleich, sondern erst nachdem bei mir irgendwas ausgelaufen ist. Herr der Ringe zählt da nicht, weil Herr der Ringe eigentlich nur Bonus ist. Dann hat er gemeint, ja, wir könnten ja im Notfall Herr der Ringe, lassen wir das erstmal und machen stattdessen Ion. Ich meine, ich kann ihn ja verstehen. Es ist auf seinem Kanal das, was wirklich am stärksten läuft. Obwohl er auf seinem Kanal keine einzige Folge mehr oder weniger
aktuell hatte, sozusagen. Er macht ja jetzt ein paar Tutorials, aber ich kann es leider, ja, wie gesagt, ich kann es nicht beeinflussen. Ich habe momentan so viel zu tun. Klar, ich habe es mir alles selbst aufgeladen. Zum Beispiel Dragon Age habe ich mir so dazu geholt und so weiter und so fort, aber ich habe einfach zu viel zu tun. Ich kann es nicht momentan und deswegen wird das halt momentan auch schwierig. Eine Kette der Heilung, ach so. Und deswegen muss Ion eben warten, bis entweder Mass Effect oder eben Dragon Age auslaufen. Ah, das, da wollte mich teilweise, ich sag's mal nett, wollte mich überreden und wollte dieses und jenes und ich habe halt gesagt, nö. War wirklich mehr oder weniger ein tagelanger Zoff. Wir haben uns glücklicherweise noch vor Neujahr, oder was, nach Neujahr? Ich glaube vor Neujahr, doch, vor Neujahr, genau. Am Silvesterabend haben wir uns noch mehr oder weniger versöhnt. Er hat akzeptiert, dass es bei mir eben nicht anders geht. Und ja, wie gesagt, ich habe ihm halt die Möglichkeit offen gelassen bei Ion, wenn er denn jemand anderem dazu holen will, sich. Also sprich, wenn er mit jemand anderem aufnehmen will, kann er das gerne machen. Ich wäre ihm da nicht böse oder so. Weil, wie gesagt, bei mir momentan, ich habe es da halt momentan, ich bin überlastet und ich verstehe ja, es ist sein stärkstes Projekt. Bei mir lief nicht schlecht, muss man sagen. War, glaube ich, drittstärkstes Projekt. Oder ist es immer noch. Aber ich bin nicht der, ja, bin nicht der, der irgendwo jetzt für zugunsten eines anderen einfach mal ein Projekt beendet. Weiter zurücksetzen kann ich Projekte auch nicht. Fiesta kommt und bleibt täglich. Minecraft will ich auch täglich machen. Dragon Age ist einfach zu aktuell, als dass ich das zweitäglich laufen lassen will. Und alle anderen laufen ja schon alle zwei Tage. Die will ich nicht noch weiter runterstufen. Deswegen habe ich gesagt, muss das eben so bleiben. Beziehungsweise Herr der Ringe, mit dem rechne ich sowieso, da, weil das hier eben eine wirklich als Bonus ist. Wenn ich Zeit habe oder wenn wir Zeit haben, wird Herr der Ringe mit aufgenommen. Muss aber nicht. Ist kein Muss. Solange wir keinen Gildenkrieg, Quatsch, wir keinen Ringkrieg haben dort, sehe ich es nicht als gegeben hin oder sehe ich es nicht notwendig an, dort irgendwas zu unternehmen. Also sprich, solange kein Ringkrieg ist, kann ich auch mal sagen, okay, geplant sind ursprünglich, das wissen alle, die die Let's Plays schauen bei Herr der Ringe, so ungefähr maximum 8 Folgen im Monat im Durchschnitt so. Es kann auch sein, dass mal mehr werden, sprich, eigentlich maximal 15 Folgen, wenn es zweitäglich läuft natürlich, oder aber ja weniger, eben bis zu 0 Folgen, wenn es einfach mal nicht geht. Kann alles vorkommen und wird auch früher oder später alles wieder vorkommen. Müssen wir halt mal gucken. Aber ja, wie gesagt, das hat er halt auch nicht so richtig verstanden, warum das halt nicht geht, wenn wir Herr der Ringe mal absetzen. Ach, war wieder mal ein richtiger schöner Zopf. Aber ich habe es eigentlich von Anfang an so gesagt, dass ich das so machen werde und will, dass das eben Dragon Age ein bisschen runter ist. Ich habe mich auch, habe mir auch schon gedacht, dass der Dü, dass es dem nicht unbedingt gefallen wird. Oder beziehungsweise wusste das ja. Aber eigentlich habe ich die Diskussion erwartet, als ich ihm gesagt habe. Da hatte man wieder nicht zugehört, den Hasenbär. Muss man ja so sagen. So. Wenn du hier wenn du hier schaust, ja, du hast nicht zugehört. So, bell. Magische Pfeile. Nehmen wir mit. Nehme ich auch mit. Zack, zack. Glänzender Seelenstaub. Okay. Staub. So, aber ansonsten, wie gesagt, um eigentlich nochmal aufs Thema zurückzukommen, die Community-Aufnahme für Fiesta, die hat, naja, ich sag mal so, nicht eben Priorität, weil die ähnlich genau oder ähnlich zeitgleich gelagert wurde wie die andere. Die hat in der Hinsicht Priorität, weil Fiesta ja eigentlich da mehr Leute sind und mehr Leute mitmachen wollen und mehr Leute auch danach fragen. Von der Zeit her ist, glaube ich, die Herr der Ringe Herausforderung etwas, naja, ja, man kann sagen, die hätte eigentlich Vorrang, weil die viel eher angefragt haben, als ich für Level 75 geworden bin. Wir werden sehen. Ich versuche das alles möglichst reinzubringen. Ich muss da mal wirklich mal noch ein paar Tage oder maximal ein, zwei Wochen ins Land gehen lassen, bevor ich da entscheide. Ich denke aber, Fiesta wird, weil ich da wenigstens nicht den Dü brauche, schon ein bisschen eher stattfinden. Da werden wir sehen. Für die Herr der Ringe Herausforderungsaufnahme brauche ich ja schon einen Dü und auch noch ein paar andere. Wir haben auch übrigens mit Bachus, habt ihr ja vielleicht gesehen oder auch nicht, je nachdem, wen es interessiert, bei Schlacht um Mittelerde mit einem dritten YouTuber mal gekämpft. Das könnten oder werden vielleicht auch mal noch mehr werden, wenn wir denn da Bonus haben oder wenn wir da die Zeit dazu finden und einen gemeinsamen Konsens finden. Haben uns da extra schon eine Skype-Gruppe erstellt und schauen mal. Ja, so wird's werden. So, magische Pfeile, Karo, Trümpfe, alles mitnehmen. Plopp. Einfach hier rein. Alles tot. Wer frisst kein Brot? Okay. Na komm. Halt mal um hier.
So, ein magischer Pfeil. Und der zweite magische Pfeil liegt auch da. Die Archons, da habe ich immer noch die blöde Feder nicht, hä? Nee, war klar, dieses Schweifhaar. Komm hier, schweif mal ab hier. Damit wir nicht so vom Thema abschweifen. Aber ich weiß schon, diese Bestarium-Quests, also die haben mich schon ewig geärgert. Normalerweise war es immer das andere, diese Elfenritterrüstung, die nie gedroppt ist. Netterweise sind jetzt die Archon-Schweifhaare. Naja, was soll's. Wobei man auch dazu sagen muss, sobald ich hier, habe ich ja gesagt, die Pfeile fertig habe, gehe ich hier weg. Dieses Haar kann ich im Notfall auch unten in der zweiten Etage machen. Da gibt es nicht die blöden Kreuzstrümpfe, die einen ständig permanent vergiften. Die gehen mir auf den Sack. Ich mag die nicht. Meine absoluten Unlieblingsmods kann man sie fast nennen. Weil die nicht nur Fernkämpfer sind. Fernkämpfer mag ich ja so schon nicht. Sondern eben auch lange Fernkämpfer. Also doch, die können, haben sehr, sehr lange Reichweite und die vergiften mehr oder weniger instant. Also ein Schuss, ein Treffer sozusagen. Und das muss ja nicht sein hier. Das ist ja weh. Zumindest für mich ist das weh. Okay, kommt mal alle mit. Plum, magische Pfeile, altes Archon-Schweifhaar, na, sehr schön. Okay, dann brauche ich eben nur noch diese Karo-Trümpfe heißen. Ich verwechsel die immer wieder. Ist aber auch schwierig, die auseinanderzuhalten. So, da unten haben wir noch ein paar Archons und die zwei Karo-Trümpfe. Anstatt die mir rauszuziehen, das kann ich nämlich jetzt ab jetzt machen. Werde ich aber hier wirklich mitten reinrennen und mir einfach alles mitnehmen hier kommen. Sind ja alles XP, muss man ja sagen. Muss nur aufpassen, dass ich nicht selber umfall dabei bei solchen Aktionen. Und hepp. Und hepp. Warum kriege ich hier eigentlich kaum noch Crits? Das hat so schön geklirrt und geplinkert in der Kaku. Verstehe das nicht, warum habe ich hier weniger Crits? Hm? Wenn das einer weiß, sagt mir Bescheid. Okay. Oder hatte ich irgendwo einen Crit-Buff drauf? Wisst ihr eigentlich nicht welchen? Oh, ich muss mal hier. Das hier muss ich auf jeden Fall machen. So. Plopp. Ein magischer Pfeil mehr. Fehlen nur noch 11 Pfeile. Da hinten haben wir noch einen stehen. Komm mal her. Klack. Er kommt voll um. Achso, Leben, Leben, Leben. Aufs Leben achten. Das sollte man niemals außer Acht lassen. Da haue ich die Mobs schon einzeln und wir fallen trotzdem fast um. Nee. So, gucken wir mal hier. Die zwei und den Archon hauen wir eben so. Müssen die mal ein bisschen aneinander ziehen hier. Hier hängt immer alles. Diese blöden, unsichtbaren Wände. Das ist das Einzige, was mich hier im Schlummerwald und Elfenwald eigentlich stört. Dass man überall irgendwo ein bisschen festhängen kann. Das ist nicht so schön. Gerade für einen Jäger, der eigentlich da ja, in Bewegung bleiben muss, ist das arg böse. So, der steht jetzt ein bisschen abseits. Komm her. Bin gar nicht so, ich nehme dich mal einzeln raus hier. Lalalala. Hopp. Glänzender Geisterstaub nehmen wir auch mit. Den hier hole ich mir so. Hopp. Und einmal drauf und nochmal drauf. Pem, magische Pfeile. 55 von 60. Wunderbar. Da steht ein Archon und ein Karo. Ganz allein im Kreise. Schon allein hier wegen der Aussicht, muss man sagen. Die hat man ja nirgendwo sonst. Mag ich diese Karte. Aber wie gesagt, die magischen Wände überall, beziehungsweise die unsichtbaren. Überall hängst du fest. Das finde ich nicht so schön. Nee. Oh, Archon. Archon am Arsch. Archon am Arsch. Hilfe, Archon am Arsch. Solange er nicht im Arsch ist, ist alles gut. Komm, du Vogel, hau ab. Dann Karo-Trumpf. Da oben haben wir noch wieder welche stehen. Auch gut. Dann nehmen wir erstmal den hier mit. Und den alten da auch. Und den alten leider auch. Mensch. Magische Pfeile. 3 Stück noch. Kriegen wir hin. Komm, hau ab. Okay, hier oben. Karo-Trumpf tot. Naja, zumindest fast. Jetzt. Siehst du? Ich kann hell sehen. Ich habe genau gewusst, dass ich Karo-Trumpfe tot sehen will. Das ist mein großer Vorsatz im neuen Jahr. Alle Karo-Trümpfe tot sehen. Ja. Den habe ich tot gesehen. Siehst du, fehlt nur noch einer. Hallo, Trümpfi. Da unten. Nehmen wir den. Komm, der steht so schön abseits. Komm mal mit. Komm mal mit. Gut. Der One Mage One sucht Gruppe für Schloss. Ja. Viel Spaß beim Suchen. Ich kann jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Ich hau jetzt hier ab.
Ich muss jetzt runter und mich von anderen Mobs vergiften lassen, fürchte ich. Oder was brauche ich da hinten? Achso, das ist ja, ja genau. Ich brauche ja noch das Kupfererz dazu. Müssen wir bei Gelegenheit mal sammeln. Ich gehe jetzt erstmal da runter, weil da unten brauche ich auch noch Zeug. Oder noch besser, ich beende jetzt erstmal wieder vorschriftsmäßig die Folge, weil ich vermute, die andere waren ein bisschen kürzer. Naja, was soll's, okay. Muss halt auch mal sein. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.